Hallihallo und herzlich willkommen hier auf PNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren OMSI-Folge. So ganz durch mit der grünen Woche sind wir denn nun doch noch nicht. Heute haben wir hier noch was so wahrscheinlich der ein oder andere vielleicht noch gar nicht wusste. Es gibt einen weiteren Elektrobus, der nennt sich Bluebus. Wir sehen ihn jetzt aktuell hier, das ist er. Sein französisches Modell hier, welches wir uns hier heute anschauen, auf der Karte Horizon 16. Also mit passendem Repaint natürlich auch unten drauf. Ja. Horizon, absolutes Stromfahrzeug. Und ja, der gehört natürlich auch noch zu der grünen Woche, weil es wie gesagt Elektro ist. Ist auch einsetzbar auch auf deutschen Karten zum Beispiel. Anders als wie der Streetlight, der ja nun mit Linksverkehr und sowas, ne, ist der halt nicht möglich, dass wir den im Linksverkehr einsetzen können. Dieser hier allerdings schon. Der Bluebus ist auf jeden Fall ein Modell, der sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich glaube, der ist aber auch noch nicht 100% fertig, denn das Ganze so hundertprozentig stimmt nicht, passt nicht. Aber da werden wir jetzt gleich mal gucken, wie sich das Ganze verhält. Horizon ist eine französische Karte, ne? Passend natürlich französischer Bus und so, ne? Also von daher, ja, gute Kombination. Ja, ich hatte erst überlegt gehabt, ob wir die Expresskarte nehmen, aber ich finde die Expresskarte jetzt gar nicht so pralle. Ja. Aber nun gut, ja, soll es jetzt nicht stören. Das ist eine kostenlose Karte, könnt ihr euch natürlich runterladen. Die ist, glaube ich, jetzt 2 Jahre alt mittlerweile. Und ja, von daher bin ich mal gespannt, was er uns hier bietet. Wir sind auf der Linie 9 unterwegs. Wie gesagt, ich bin jetzt leider kein Meister in Französisch sprechen oder sonst irgendwas. Ich habe zwar einen französischen Namen, aber sprechen kann ich ihn trotzdem nicht. Und in der Schule hatte ich auch ein halbes Jahr Frankreich, aber Französisch, Frankreich. Ich habe ein halbes Jahr Frankreich. Nein, Französisch natürlich, aber brauchst du mich heute nicht mehr fragen, irgendwie was. So, gut, also ihr seht es hier schon, absolut hier Bluebus, ne, Dashboard und alles was, ne, wird hier angezeigt mit Batterie. Ne, wir sehen jetzt hier zum Beispiel, wenn wir jetzt Gas geben, es geht zum Bus und hier geht es zur Bremse. Ja, sonst auf jeden Fall interessantes. Ne, alles hier schaut eigentlich schon relativ gut aus, wenn wir uns das hier anschauen, aber halt alles französisch. Wir haben keine Kasse, wie wir hier unschwer sehen können. Wir können hier zwar Tickets verkaufen, ne, aber das funktioniert nicht. Wir haben hier oben unser, ach, ja, unser heißgeliebtes Hannover-Gerät, ja, was absolut spitze ist. Und sonst, ja, gibt es hier eigentlich, jetzt, oh, warte mal, ich muss mal ganz kurz was machen. Zzt. Weil irgendwas haut hier gerade nicht hin, leider, mit meiner Track-AR-Kamera. So, kann ich jetzt runtergucken? Nein, ich kann nicht runtergucken. Was ist los? Biete? Oh, Entschuldigung. Oh, 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 Leute, das tut mir leid. So, ah, jetzt, ne? Also, jetzt können wir hier so ein bisschen runterlinsen, ne? Da haben wir den Ticket, ein Telefon und so weiter und so fort. Ja, sonst gibt's hier an der Stelle eigentlich nichts zu sagen. Machen wir das Fenster auf und starten mal den Motor. Auch diesen hörst du überhaupt nicht. Aber wir sollten auch den Motor anmachen. So. Warten wir, bis alles ausgeht. Das soll es eigentlich schon gewesen sein. Deswegen, du hörst hier eigentlich nichts. Test kannst du natürlich in dem jetzt. Ja. Also, ihr seht, er wäre auf jeden Fall schon startklar. Oh, hier mal wieder Licht an, wer will Energie sparen. Ja, wie gesagt, auf der Linie 9. Hannover Gerät ist natürlich immer so ein bisschen interessant. Inkorrekt, ja, Route inkorrekt, das ist immer absolut großartig. Deswegen müssen wir uns jetzt immer unseren Destination Code hier aussuchen. So Zielcodes 900. Oh gut, das hätte ich mir auch merken können tatsächlich. Destination 900, so nach La Lodge. Und da sehen wir La Lodge, ja, ist drinne. Steht ja zwar nicht hier Linie 9 da, aber wie gesagt, das Hannover-Gerät ist immer so ein bisschen eigen. Ja, man muss ja da dementsprechend, hat mir der Malte auf jeden Fall zukommen lassen, die passende Hofdatei haben. Und wenn die passende Hofdatei natürlich nicht dabei ist, funktioniert das Ganze nicht. Sie muss nochmal speziell bearbeitet werden, damit das Hannover-Gerät die richtig lesen kann. Ein bisschen stressig, aber nun gut, so ist es halt. So, ich würde sagen, wir springen mal die Zeit jetzt vor. Wir wollen das Ganze hier natürlich nicht künstlich in die Länge ziehen. Von daher, los geht's. Das erste Mal auf einer französischen Karte unterwegs.
Achso, warte mal. Ja, genau. Bevor wir jetzt hier nämlich losfahren, ich muss die Kollision deaktivieren, weil hier sind haufenweise unsichtbare Wände. Gerade gemerkt, weil wir wieder gerade hingefahren sind. Ist mir bei keiner anderen Karte so aufgefallen wie jetzt hier. Bonjour, Monsieur. Bonjour, Monsieur. Bonjour, Conducteur. So. Eine Geschwindigkeitsanzeige haben wir, aber ihr seht oben, im BBS wird einfach rein gar nichts angezeigt. Scheinbar nicht so 100% kompatibel ist mit dem Bus oder sowas, keine Ahnung. Bonjour. Ja, Ansagen scheinbar hier gibt es ja auch nicht, was ich ein bisschen schade finde. Oder das Hannover-Gerät ist halt wieder falsch eingestellt, das kann natürlich auch sein. Aber normalerweise funktioniert das. Auch wenn ich jetzt hier weiterschalte, passiert halt einfach rein gar nichts. So, alles einsteigen, aussteigen. Lalotsch. Dann mache ich noch ein Bild machen von Lalotsch. Und dann passt das. Aber auch diesen Bus, ne? Du hörst ihn so gut wie gar nicht. Wenn er steht. Er ist halt aus, ja, gefühlt. Das ist schon eine relativ interessante Sache. Also wer sich, wie gesagt, mal mit so ein bisschen mit der ganzen Thematik so Elektro und Omsi so weit auseinandersetzen möchte, diese ganzen Umweltbusse, die es ja hier gibt, es ist schon eine ganze Latte. Wie gesagt, Elektrobusse jetzt nicht so unglaublich viel. Ich glaube, es gibt noch tatsächlich einen kleinen japanischen Bus oder sowas, keine Ahnung, wo der herkommt. Also da, auch da findest du was. Ich habe mir jetzt den Bus auf die Schnelle nicht mehr finden können. Ich habe den nur zufällig mal entdeckt. Halt mal auf einer anderen Seite und hab natürlich nicht gleich runtergeladen. Na, blöd gelaufen, würde ich sagen. Naja, gut. Soll es jetzt nicht stören. Wie gesagt, Erdgasbusse gibt es wie Sand am Meer in Omsi. Und ja, Hybridbusse ja sowieso. Wasserstoffbus hatten wir jetzt auch noch. Ja, das ist natürlich, das ist schon wieder ein bisschen spezieller. Ne? Obwohl ich da halt der Meinung war oder bin, ich hätte jetzt nicht sagen können, ob das jetzt hundertprozentig jetzt ein Erdgasbus oder ein Wasserstoffbus gewesen ist. Aber nun gut, das soll uns jetzt nicht stören. Auf jeden Fall muss ich sagen, der ist ja auch kostenlos hier, der Elektrobus. Ne, den kann man sich ja auch, wie gesagt, kostenfrei runterladen. Den finde ich eigentlich auch noch relativ entspannt hier. Jetzt hier vielleicht noch eine anständige Kasse drin oder sowas. Vielleicht noch ein geileres Repaint oder so. Was vielleicht jetzt nicht so französisch ist. Ja, dann kannst du den auch in Deutschland fahren lassen, so, ne? Den Blue Bus. Also ziemlich, ziemlich nett. Der ist auch gerade noch gar nicht so lange draußen, meiner Meinung nach.
Deswegen, also gerne mehr davon. Elektrobusse, ja, oder sowas. Wäre natürlich klasse. Schiff-Z können wir uns ein bisschen anzeigen lassen. Wie schnell wir überhaupt fahren. Vor der Karte tatsächlich habe ich auch erst erfahren, wo ich das Repaint gesehen habe. Da dämmerte es mir, irgendwer hatte mir mal geschrieben gehabt, ich soll mir mal die Karte Horizon 16 oder Horizon 16 angucken. Eieiei, fieser Hänger. Für nichts. Er hat nichts geladen. Doch, da geht's bergab. Ah, okay. Da geht's bergab. So, reinkommen bitte. Bonjour. Haben wir ja gesagt, haben wir eine ganz schöne Weltreise gemacht. Ja? Großbritannien, Frankreich. Mit Deutschland, klar. Überall sind wir. Und die Expresskarte oder die Express 9106, die soll ja jetzt auch Payware werden. Ich bin mal gespannt. Ich muss sie mir halt nochmal ganz genau angucken. Ich bin sie hier mit dem Bus gefahren hier, weil irgendwie sind am Anfang keine Leute eingestiegen. Da bin ich da halt die ganze Route halt ohne Leute da lang gefahren, weil halt auch währenddessen halt einfach keiner einsteigen wollte. Sorry. Sorry. Bisschen übersehen gerade. Das ist putzig hier mit dem Feld hier. Hä? Sind wir gerade an der Haltestelle vorbeigefahren? Warte mal. Ja, sind wir. gar nicht gesehen. Da ist er. Geht das jetzt noch? Steigt jetzt noch aus? Nö, natürlich nicht. Naja, gut. Haben wir nicht gesehen. Hat er nicht gesehen. Was mag ich hier, ja? Wenn es dann so ausschaut wie hier. Ach, ich hoffe, dass Bad Hügelsdorf das echt noch hinbekommt mit der Performance, ja? Dann wird Bad Hügelsdorf echt eine tolle Karte. Was jetzt noch damit? Nö. Hast du Pech? Doch noch genug reingepasst hier.
die hier von vorne mal ein Auto kommen müssen. Um mal zu gucken, ob wir zwei Autos durchpassen. Ja, ich habe leider nur auf mein Lenkrad nur zwei Türen draufgelegt. So, warum wollen die jetzt echt nicht mit hier? Verstehe ich gar nicht. Läuft keiner hin, ne? Na dann ist das halt so. Kann ja nicht von allen erwarten, dass sie hier immer mitfahren hier. Ist ja auch ungewohnt hier sowas. Das ist ja auch ungewohnt. So, alles aussteigen bitte. Raus, raus, raus. Was ist denn jetzt hier los? Ist ja ab hier. Ich sehe gerade, unsere nächste Haltestelle ist ja schon La Lodge. Und dann, ja. Dann waren wir jetzt sogar mal in Frankreich unterwegs. Coole Sache.
das ist eine richtige Hupe. Was ist denn hier los? Er hat eine richtige Hupe. Gut, Freunde. Das war's wieder. Das war eine weitere Folge hier mit unserem OMSI, unserem Bussimulator. Ja, mal auf einer französischen Karte unterwegs mit dem Blue Bus. Und ja, was soll ich sagen? Fände ich interessant, fände ich sehr angenehm. Wie gesagt, jetzt wäre nur noch so ein, ich sag mal, so ein deutsches Update. Wäre jetzt hier vielleicht richtig geil. Wäre jetzt auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, sonst muss man sich wahrscheinlich dran gewöhnen, aber so hässlich ist er eigentlich gar nicht. Ne? Also auch hier drinnen, ne? Mit den ganzen Anzeigen und sowas. Wirkt ein bisschen klein, so im Großen und Ganzen. Aber an sich ein sehr, sehr schönes Modell. Die Karte, naja, die ist jetzt auch in meinen Augen einfach so ja, ein bisschen 0815, würde ich sagen. Hat mich jetzt nicht so wirklich umgehauen und ihr könnt mich jetzt fragen, was am Anfang war, wüsste ich jetzt nicht, weil es hat sich einfach nichts eingeprägt, so irgendwie, wo ich jetzt so sage, so, boah, guckt euch das an. Ja. Müssen wir mal gucken, ob wir uns hier noch weitere Linien angucken. Ein paar gibt es noch, ich glaube insgesamt gibt es vier Linien, da gibt es vier Kurzläufer und ja, auf jeden Fall Horizon 16 heißt die Karte. Wenn ich vergesse, packe ich den Link unten in die Videobeschreibung mit rein, auch zu dem Bus, zum Blue Bus. Ja, da könnt ihr euch das Ganze natürlich dann dementsprechend runterladen. Und dann selbst euch ein Bild davon machen, sonst habt ihr halt noch die Express 9106, ich glaube, so nennt sie sich ja. Da könnt ihr natürlich ja den ja auch benutzen. Ihr könnt ja auch auf jede deutsche Karte benutzen halt, ne? Aber sonst müsst ihr euch ein bisschen mit dem Hannover-Gerät da ein bisschen da durchquälen. Das ist ein bisschen anstrengend, aber ja, ich denke mal, geht schon in Ordnung. Kriegen wir hin. So, ich verabschiede mich, bedanke mich. Falls euch das Video gefallen hat, unbedingt ein Like da lassen, schreibt es mir in die Kommentare und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss!